Hallo, ich bin Bob Park, aus Berlin. Vor fast 29 Jahren habe ich meine Eltern an einer Universität in Berlin kennengelernt und dann bin ich zur Welt gekommen, in dieser Stadt, und bin dort aufgewachsen. Und irgendwann habe ich ein Studium begonnen, das heißt szenisches Schreiben an der UdK in Berlin. Und dort habe ich angefangen, dann auch professionelle Theaterstücke zu lernen. Und ich hoffe, ich schreibe super Theaterstücke. Jeder möchte gerne gute Theaterstücke schreiben. Und das versuche ich. Und eins von diesen Theaterstücken wurde hierher eingeladen, nach Rom. Und zwar Fabula Mundi heißt das Projekt. Und die haben eine Kooperation mit dem Theater an der Parkau. Und mit denen habe ich schon was gemacht. Und die haben das Stück hergeschickt. Und das wurde dann übersetzt auf Italienisch, keine Sprache, die ich kann. Und das wurde hier gespielt und das war wunderbar, das war total schön. Werner Waas hat ja noch gespielt und der hat es inszeniert. Und das ist ein Typ mit einem großen Bart, langen grauen Haaren. Und auch wenn ich nicht verstanden habe, was er gesagt hat, war es sehr toll. Es war irgendwie cool, das so zu hören. Und man sitzt da wie so, das ist ja Italienisch, das kann ich ja gar nicht, aber es ist mein Stück. Und es ist eine tolle Erfahrung gewesen. Und genau. Und jetzt bin ich hier auf diesem Festival in Rom und bin das erste Mal in Italien. Und ich finde Italien schön. Und die Leute sagen, Italien scheint viel die Sonne. Und das stimmt, Italien scheint viel die Sonne. Und in Italien sind die Leute nett, das Essen gut, extrem attraktiv, stimmt alles, schlau und toll. Und alles stimmt. Und ich wurde hier sehr gut aufgenommen. Genau, nächstes Mal, das ist ein bisschen peinlich, weil ich kann kein Italienisch habe. Ich finde, alle können Italienisch, so die ganze Welt kann Italienisch. Es gibt noch mehr Autoren, die ja von Fabula Mundi eingeladen wurden. Die kommen aus Frankreich, Rumänien, Italien, überall her, die können aber alle Italienisch sprechen. Das ist ein bisschen peinlich, tatsächlich. Und wenn ich wiederkomme, dann kann ich Italienisch.